gerade, ich will mein Food-Tagebuch machen. Ich habe mir das auch aufgemacht, weil ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was ich in April gegessen habe. Wundert euch nicht, dass der Fernseher schon wieder im Hintergrund läuft. Fangen wir mal an. Da steht als erster Tomaten-Käse-Pizza. Das war eine Tomaten-Mozzarella-Pizza. Die war sehr gut. Die war wirklich gut. Die habe ich auch postet auf Instagram. Ich muss ein bisschen rutschen. Habt ihr hier. Dann Eiskaffee. Ah, da war ich allein unterwegs an einem Tag. Ich glaube, da hatte ich nämlich um 4 aus und wollte unbedingt raus und unterwegs sein und habe mir das einbildet. Und deswegen, ja, war ich dann noch Eiskaffee trinken. Dann steht hier Sushi, Ebi. Da war ich ja mit der Lin und mit dem... Nein, Blödsinn. Da war ich nicht mit der Lena und mit dem Roman, da war ich mit den Arbeitskollegen essen. Es war an einem Samstag nach der Arbeit. Jo, war richtig cool. Ja, also da haben sie mir das erste Mal das Ebi gezeigt und ich war wirklich begeistert. Dann steht da noch Nachspeise vom Ebi. Die war auch lecker, die Sachen. Dann steht da Semmel und Bunschkrapfen. Comicmesse. Ah ja, da war ich ja allein auf der Comicmesse. Und da war ich dann in diesem... da gibt es so eine, wie soll ich das erklären, da kann man sich reinsetzen und essen. Man braucht nur so wie beim Buffet sich die Sachen holen. Ja, und das seht ihr hier. Das war nicht schlecht. Nichts Besonderes, aber auch nicht schlecht. Dann steht da Schinken- und Maispizza, da habe ich mal wieder bestellt, wie immer. Da steht Hauberbrötchenarbeit. Ja, da hat meine Arbeitskollegin, also die Manu, hat für uns Brötchen geholt. Ich weiß nicht mehr, was das genau für ein Anlass war, aber wir hatten so viel Trinkgeld übrig und deswegen, ja, hat sie uns Brötchen geholt. Dann steht hier Dunkin' Donuts, Ostern. Da wollte ich nämlich unbedingt diesen einen Donut haben, den ihr in der oberen Reihe mit dem Hasen, den Donuts, weil das waren nämlich der Mini-Donuts. Und ich habe sie gesagt, sie nimmt mir einen dazu und ich durfte mir aussuchen, welchen. Und dann hat sie mir den eben mit dem Hasen genommen. Das war der letzte Dunkin' Donut übrigens. Also irgendwie gehen mir meine Haare kräftig am Arsch. Aber kräftigst am Arsch. So. Dann steht hier Salat Thunfisch. Ah, den habe ich glaube ich in der Arbeit gegessen. Schaut verdächtig nach Arbeit aus. Ich glaube schon. Ja. Der war okay. Also diese, was da so fertig sind beim Bille, die schmecken nicht so gut, die Salate, finde zumindest ich. Sorry, wenn ich da auch in meinen Haaren fummel. Als nächstes hat mein Bruder das gemacht. Das ist dieses persische Hühnchen, glaube ich, heißt das. Mit Rosmarinkartoffeln. Das schmeckt so geil. Das schmeckt so geil. Könnt euch gar nicht vorstellen, wie geil das schmeckt. Dann steht da noch Pizza, Tomaten, Mozzarella. Ja. Ich hatte, glaube ich, in dem Monat April eine Pizza-Tomaten-Mozzarella-Phase. Dann kommen wir zum Mai. Also das war vor April, das habe ich vollkommen dazu sagen vergessen. Dann kommen wir zum Mai. Wartet kurz, da muss ich noch... Ich habe nämlich die ganzen Bilder nicht mehr im Kopf. Ah ja. Da steht Mini-Pizza selbst gemacht. Das sind nur solche Pakete, die man auseinanderschneidet. Und ja, ist nichts Besonderes. Aber die waren gut. Die waren sehr gut. Schon wieder mit Mozzarella. Ich sehe da irgendwie ein Schema. Dann steht da Ebi. Ja, da war ich mit der Lena und mit dem Roman dort. Die Sachen sind so lecker. Die Sachen sind so lecker dort. Ja. Da gibt es noch ein Video dazu. Kann ich euch gerne auch unten verlinken, wenn ihr wollt. Dann steht hier Kaffee mit Lin und Roman. Oh ja. Da hat sie ja den Kaffee ausgeschüttet, die Lin. Oh Mann. Dieses Kind. Kommt auch in dem Video vor. War wirklich lustig. Da steht dann Pizza 1. Naja. Ja. Pizza 1. Dann Kuchen und Kaffee, Lugner City. Das gehe ich meistens immer essen und trinken, wenn ich... boah, meine Haare, Leute. Die zipfen mich extrem an. Das gehe ich meistens immer essen und trinken, wenn ich in der Lugner City bin, weil ich gehe dort ja Nägel machen. Und dann haue ich mir diese Schokotorte rein, weil die so geil ist. Und die gibt es leider nur dort. Leider, aber die ist wirklich gut. Dann steht da McEvent Süßkartoffelchips. Da war ich mit der Min dort. Das war ein spontaner Einfall. Eigentlich wollte ich mit einer anderen Freundin hingehen, aber die hat sich dann nicht mehr gemeldet. Und deswegen bin ich mit der Min hingegangen. Und da hat es Süßkartoffelchips gegeben und die waren eigentlich gar nicht schlecht. Die waren wirklich nicht schlecht. Dann habe ich da schon wieder dieses persische Hühnchen von meinem Bruder. Der macht das nur noch. Aber es schmeckt extrem gut. Was ich mal gern hätte, ich hätte es nicht nur gern mit Kartoffeln, so wie ihr da auf dem Foto seht, sondern ich hätte es gern mit Kartoffelknödel.
Aber alle diskutieren immer mit mir. Dann haben wir hier Reis- und Krautrouladen. Ja, die hat meine Mom nach langer Zeit mal wieder gemacht. Die waren so gut. Die waren so gut. Das habe ich schon so lange nicht mehr gegessen. Und wenn man es lange nicht mehr gegessen hat, schmeckt es umso besser. Ich muss das schon näher ranholen, die Liste, so blind wie ich bin. Da steht Spieß mit Pommes. Oh ja, da war ich ja mit den Arbeitskollegen auch nach der Arbeit essen. War das nach der Arbeit? Oder hatte ich da frei? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall war es im Prater. Da haben wir sich eben getroffen und sind essen gegangen. Ja, da habe ich einen Spieß mit Pommes gegessen. Der war okay. Der war jetzt nicht so dermaßen der Oberburner, aber er war okay. Dann habe ich Pizza Nummer 2. Ich schaue nur gerade, was das für eine ist. Ich erkenne es nicht. Ich sage, ich brauche eine Brille. Dann waren wir auf der Kotti-Schulung und ich habe dort auch was gegessen natürlich, selbstverständlich. Das war aber auch nicht so besonders, muss ich sagen. Normalerweise ist das Essen immer besser auf Schulungen, aber da war es nicht so berauschend. Ja, es schaut gut aus, aber es war nicht so gut. Dann habe ich Fleisch mit Gemüse. Sorry, ich muss mir das kurz angucken, wenn man Alzheimer hat, Kinder. Achso, ja, ja, ich weiß schon wieder, ja. Das habe ich selbst gemacht, ist ja auch nicht so schwer, also. Aber es war okay, so mal für zwischendurch war es ganz okay, würde ich jetzt mal sagen. Dann, Gott, Leute, Karottenkuchen. Ah ja, das war beim Reitturnier von der Lin, Schnauze jetzt. Das war beim Reitturnier von der Lin. Der Kuchen, der war so gut. Der war so gut. Ich träume noch heute von dem Kuchen. Ihr wisst ja, ich bin ein richtiger Kuchen-Junkie. Ich glaube, das wissen alle schon. Also mit Kuchen kann man mich fangen. Wenn du dir eine Schee angewiesst, kaufe ich Kuchen. Das funktioniert immer wieder. Ja. Der war so gut. Der Roman hat einen anderen gegessen, aber ich wollte unbedingt damit die Karotten haben. Ich habe noch nie so einen guten Karottenkuchen gegessen. Noch nie. Und dann kommt das letzte schon wieder Pizza. Leute, dreimal in einem Monat. Also langsam mache ich mir Sorgen um mein Essverhalten. Was heißt langsam? Schon längst. Dann haben wir noch Juni und das wird relativ kurz, weil... Schaut euch meine Haare an. Schaut euch meine Haare an. Juni. Da steht Ente und Gemüse und Nudeln. Ah ja, da war ich mit der Pitti unterwegs. Da waren wir vor Essen. Und das war in der Millennium City, gibt es ja unten so, wo du rundherum gehen kannst. Und da gibt es lauter Restaurants, wo du halt Essen bestellen kannst. Und wir waren dort essen. Es hat nicht schlecht ausgeschaut, aber die Ente war nicht so gut, wie ich mir gedacht habe. Ich muss das ein bisschen anders einstellen. Irgendwie, weiß ich nicht. Egal. Und da haben wir sich den Aladdin angeschaut, aber vorher waren wir essen und es war ganz okay. Aber die Ente war, finde ich, ein bisschen komisch. Der Pitti hat es geschmeckt, aber mir irgendwie nicht. Keine Ahnung, was da für ein Fehltag bei mir war. Dann habe ich den Schokokuchen. Lugner City, schon wieder. Ja, ich sage ja, jedes Mal, wenn ich dort bin, esse ich den. Das ist wirklich wie eine Sucht. Gerade jetzt wirst du dich grollen lassen, du kleiner Scheißer, ha? Jetzt schaut aus wie eine kleine Fledermaus. ja, also jedes Mal, wenn ich Nägel machen bin, gehe ich meistens den Kuchen futtern. Außer einmal, glaube ich, war ich nicht. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Und nein, ich gehe eigentlich immer. Egal. Auf jeden Fall stehe ich auf diesen depperten Kuchen. Dann steht da Starbucks mit Mien. Ja, Starbucks mit Mien. Ich gehe gar nicht mehr so oft zum Starbucks, fällt mir gerade auf. Früher war es viel öfter, jetzt lasst das irgendwie ganz schön nach. Weil es meinen Pumpkin Spice Latte nicht mehr gibt. Nein, Blödsinn, den Toffee-Nut haben wir immer getrunken, die Min und ich, genau. Ja, warum bist du jetzt gerade, dass ich dich graul? Dann steht hier Spare Ribs und die waren so gut. Der Roman und ich haben nämlich verzweifelt gesucht welche. Weil ich habe immer nur die früher vom Strandcafé gegessen und das Strandcafé gibt es leider nicht mehr. Und wir haben es googelt und den Roman ist dann das Restaurant eingefallen, das heißt Roter Hirsel, glaube ich. Bei der Alten Donau ist das irgendwo, müsst ihr googeln, wenn ihr wissen wollt, wo das ist. Das war so lecker. Das war so lecker, aber viel zu viel. Ich habe nämlich, ihr seht ja die Portion, die ich gehabt habe und der Roman hat auch noch die große gehabt und dem war das nicht zu viel, glaube ich. Der hat, glaube ich, alles gegessen. Aber für mich war das viel zu viel. Jo, dann habe ich hier wieder Eiskaffee stehen. Ja, da war ich ja mit der Min unterwegs. Ich glaube, da habe ich aber vergessen damals... Na, da habe ich gefilmt, aber wir haben dann vergessen, dann weiter zu filmen. Und da war ich mit ihr noch Eis essen und da war... Was war da noch? Na, da war gar nichts. Na, wir waren unterwegs und dann waren wir Eis essen.
Ich weiß gar nicht. Naja, egal. Alzheimer. Dann steht da Saloon-Essen. Das war nämlich in meinem Urlaub, weil die Mine und ich hatten gleichzeitig Urlaub. Dieser Hund, wirklich. Mine und ich hatten gleichzeitig Urlaub und deswegen haben wir sich ausgemacht, dass wir sich öfter in der Woche sehen. Und wir waren, glaube ich, an dem Tag zuerst auf dem... Waren wir da beim... Nein, da waren wir nicht. Nein, da waren wir im Donauzentrum. Und wir sind dann vor Essen gegangen und wir haben sich beide für dasselbe entschieden. Das waren, sieht man die? Ja, Mozzarella-Sticks und die Kartoffeln dazu. Und wir haben alles aufgegessen. Normalerweise schaffen wir das nicht. Aber an dem Tag haben wir das geschafft. Da sieht man, wie verfressen wir sind. ja. Dann steht da noch rahmgeschnetzeltes Reis und grüner Salat. Da war ich allein unterwegs. Ich weiß gar nicht mehr, was ich davor gemacht habe. Ich habe echt keine Ahnung. Auf jeden Fall war ich allein unterwegs und habe dann so einen Hunger bekommen. Dann bin ich in dem einen Restaurant, habe ich mich reingesetzt und habe gegessen. Das war so gut. Das war jetzt ein sehr komisches Geräusch. Das war wirklich gut. Wirklich gut. Kann ich nur empfehlen. Dann, was haben wir dann noch? Ginger Coffee Anker. Mit dem bin ich nicht so warm geworden. Ihr habt ja eh ein Foto. Ich wollte nämlich unbedingt was Kühles haben, weil es war so heiß an dem Tag. Und deswegen habe ich mich für das entschieden, habe mich aber dann geärgert, weil ich gesehen habe, sie haben eh Eiskaffee gehabt beim Anker und das wusste ich nicht. Und habe mir dann diesen Ginger Coffee genommen und ich weiß nicht. Ich würde es mir nicht nochmal bestellen, also es war irgendwie voll komisch. Das war dieses Schadner Bombe, glaube ich heißt, nicht Schadner Bombe. Irgendwas haben die dazu gemischt und das hat so komisch geschmeckt. Also am Anfang haben wir gedacht, okay, man schmeckt den Kaffee raus, aber dann später, ich weiß nicht. Du bist echt nervig. Ich weiß nicht, also ich würde es mir nicht nochmal nehmen, weil das war echt komisch. Da steht Nussknacker. Eine ganz, ganz liebe Freundin, sage ich jetzt mal, hat mich eingeladen zum Eisessen und ich habe mir den Nussknacker genommen. Yeah. Der schmeckt so gut. Da ist unten drunter, unter den ganzen Eis, ist ein Kuchen und ich liebe das. Kuchen, da haben wir es wieder. Dann steht hier Spaghetti, Tomaten, Zucchini. Oh ja, das war von mir. Was willst du? Man sieht ihn nicht, aber er ist da. Fang den Finger, Sparky. Was ich, du Stinky. Ja, ich schaue kurz aufs Foto. Ja, das habe ich selber gekocht. Ich habe jetzt in letzter Zeit so eine Phase. Normalerweise mag ich keine Tomaten. Ich mag Tomaten wirklich nicht, außer auf der Pizza, ja. Klingt eh gestört, weil ich esse ja Ketchup auch, aber wurscht. Jeder hat so seine Phase, ja. Jeder hat seine Phasen. Oder beziehungsweise so seine Ticks. Ja, ich habe einen MAC-Lippenstift oben. Du wirst gleich runterfallen. Wo war ich jetzt gerade? Hund, du lenkst mich ab. Und seit neuestem schneide ich aber immer in die Spaghetti-Soße Sherry-Tomaten rein. Fragt mich nicht warum, aber ich mache das so gerne und ich finde, es schmeckt auch gut. Da kann ich es komischerweise auch essen, die Tomaten. Das ist richtig gestört. Und ich hatte noch eine Zucchini und die habe ich auch reingeschnitten und habe halt dann eine Spaghetti-Soße draus gemacht. Ja, ich esse das so gern. Ich habe hier schon wieder Bock drauf, aber ich will mir eigentlich abgewöhnen, so viel Nudeln zu essen. Dann steht da Pizza, Tomate, Mozzarella. Oh, schon wieder. Da war ich ja mit der Mine unterwegs. Und da waren wir auch Pizza essen. Da habt ihr im Hintergrund auch der Mine ihre Pizza. Ja, da habe ich schon wieder diese mit Mozzarella und Tomaten gegessen. War ja klar. Dann, und das ist auch schon das letzte leider, waren Mine und ich haben sich jedes Mal vorgenommen, dass wir unbedingt zu diesen Heffi-Baumkuchen-Dings gehen. Ich habe auch ein Video drüber gemacht, also ich verlinke euch auch das, wenn ich nicht vergiss. Jedes Mal haben wir geredet drüber. Und einmal, wie ich die Tanja abgeholt habe, hat sie auch zu mir gesagt, dass es da vorne ist. Und ich war so dumm und habe das Geschäft nicht gefunden. Aber egal, sonst hätte ich mir damals schon was genommen. Und wir haben sich im Urlaub ausgemacht, dass wir auf jeden Fall dorthin gehen und sich was nehmen. Nur haben wir da vorher die Pizza gegessen, was ihr gerade auf dem Foto gesehen habt. Und ich habe mir die Waffel genommen, die rote, und die Mine hat sich den Baumkuchen genommen. Das seht ihr eh auch alles in dem anderen Video auf dem anderen Kanal. Das ist so lustig, wir sind sich so überfressen. Es war schon nicht mehr schön. Wir können ganz schön viel mampfen, die Mine und ich. Aber die Waffel war wirklich gut. Die hat Cheesecake oder so geheißen. Die war wirklich, wirklich gut. Lass die Flasche stehen. Ist schon wieder schlimm. Ja. Also da habt ihr zuerst ein Foto gesehen von beiden Sachen und dann nur von der Waffel und die war wirklich gut. Also wenn ich demnächst wieder dort bin, was glaube ich nicht mehr so lange dauern wird, werde ich auf jeden Fall mir wieder eine Waffel holen, weil ich finde das voll cool. Und ich will auch mit der Lin unbedingt dorthin gehen, weil sie ja auch Baumkuchen mag und ja. Ja. Lin und ich müssen das auch unbedingt probieren. Jetzt ist er schon wieder da, der kleine Scheiße. Jo. Ja.
Das war's jetzt mit dem Video. Der Hund lenkt mich voll ab. Der lenkt mich extrem ab. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, auch wenn ich ein bisschen abgelenkt war durch den Spooky Nater hier. Der lenkt mich voll ab und ich habe immer Angst, dass ich mit dem Sessel auf ihn drauf fahre, also auf seine Pfoten. Deswegen bin ich dann unkonzentriert auf den Hund als aufs Video. Sorry dafür. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, wie ihr das Video findet und ob ihr schon wieder Hunger habt. Ich schon. Jetzt seid ihr beruhigt. Ich habe so Bock wieder auf so eine Waffel. Ich werde heute davon träumen, glaube ich. Ja, ihr könnt mir gerne mal schreiben, wie ihr das Video findet und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!